Level-Design erinnert an Deus Ex, die Comic-Grafik an 13 und die herrlich gelungene Vertonung bringt das Film-Noir-Setting perfekt rüber. W. Price, ring any bells? I know I've seen this doll somewhere. Fallen Aces ist einfach ein Volltreffer. Und dabei kostet die aktuelle Early Access Version nur knapp 13 Euro. Und bei dem Preis hätte ich weder mit so viel Inhalt noch mit einer so hohen Qualität gerechnet. Aber das First-Person-Action-Spiel steht nicht ohne Grund bei einer äußerst positiven Bewertung auf Steam. Fallen Aces haut volles Pfund aufs Maul. Aber Achtung! Das Spiel ist kein stumpfer Prügler, sondern richtig clever und viel tiefer als die handgezeichneten zweidimensionalen Ganoven, denen wir den Riechkolben neu ausrichten. Das geht schon bei der Story los. Die ist sogar noch wesentlich komplexer, als es die vielversprechende Demo vor ein paar Monaten schon vermuten ließ. Wir spielen Michael Thane, ehemaliger Boxprofi, jetzt semi-erfolgreicher Privatdetektiv mit Alkoholproblem, der seine Miete in Switchblade City nicht bezahlen kann. Und ja, Fallen Aces nimmt absichtlich jedes einzelne Klischee des Noir-Genres mit. Eines Nachts werden wir völlig verkatert von einem Anrufer geweckt, der uns davor warnt, dass unser Leben in Gefahr ist. Ein Tag wie jeder andere. Men trying to kill me? Get in line, pal. Außerdem hat es irgendjemand in der Stadt auf die Aces-Agenten abgesehen. Darum heißt das Spiel übrigens auch Fallen Aces. Die Aces waren Verbrechensbekämpfer, die einst in der Stadt aufgeräumt und sich dabei wahrscheinlich jede Menge Feinde gemacht haben. Zuletzt gab es sogar ein Attentat auf den Bürgermeisterkandidaten Walls, ebenfalls ein ehemaliger Aces-Agent namens Captain Spade. Nur, wer steckt dahinter? Dieser Frage gehen wir jetzt als Mike Thane auf den Grund und bekommen dabei Unterstützung von Nightwave. Der ist natürlich auch ein Mitglied der Aces. We need to move. Am Anfang und Ende jedes Levels wird die Geschichte in diesen schick animierten Comics erzählt, die mit ihren verwaschenen Farben aussehen, als seien sie auf altes Zeitungspapier gedruckt und die auch ein bisschen an die Zwischensequenzen aus Max Payne erinnern. Zusammen mit der hervorragenden englischen Synchronisation kommt hier richtig Stimmung auf. Zu ernst nimmt sich Fallen Aces trotz Mordkomplott dabei dann aber auch wieder nicht. Next time, I'm calling a cab. Und genau dieser Drahtseilakt macht auch einen Teil des Charmes des Spiels aus. Mike Thane ist sich nie zu schade für einen coolen Einseiler. Sleep tight, asshole. Und selbst die Gauner, denen wir manuell die Futterluke schließen, haben so viele Dialoge und Sprüche, dass sie uns richtig in diese fiktive Stadt hineinziehen. They did a wheelchair with something you could just push him over. I hope I don't get to push over an old guy in a wheelchair. That'd be so much fun. Und hier will ich nochmal betonen, dass wirklich jede Dialogzeile voll vertont ist. Die Synchronisation trägt sehr viel zur Atmosphäre von Fallen Aces bei. Klar, das können sich nicht alle Indie-Produktionen leisten, aber nicht selten ist eine gute Vertonung das Salz in der Suppe und wertet die ganze Erfahrung deutlich auf. Wenn ich hier ständig Textboxen lesen müsste, wäre Fallen Aces nur halb so stimmungsvoll. Denn gerade diese ganzen Sprüche und Dialoge machen die Level erst so richtig lebendig. Haut man einen Gangster um, schreit der nächste wütend auf, weil das sein Trinkkumpel war. Und ist ein Gegner besiegt, ertönt ein Trompetenstoß wie bei Batman and Robin. Durch die Sounds, die Sprüche und das Leveldesign fühlt sich die Welt von Fallen Aces richtig interaktiv und responsiv an. Außerdem sind die 5 bislang verfügbaren Kapitel enorm abwechslungsreich und bieten jede Menge Gameplay-Ansätze. Im zweiten Level muss ich zum Beispiel auf dieses Hafengelände gelangen. Und natürlich gibt es in bester Deus Ex-Tradition verschiedene Wege, wie es sich für eine Immersive Sim gehört. Ich kann rechts über diesen Boxenturm klettern und durch ein Loch in der Mauer auf das Gelände springen. Oder ich schleiche mich links an das Kontrollhäuschen ran, hau den Typen da drin mit einem gezielten Schlag ins Genick um und öffne das Tor. Man, I love hurting people. Oh. Oder ich verschreibe den Wachen einfach mal wieder eine ordentliche Dentalmassage. Kommt her, Jungs, geht aufs Haus.
Bin ich erstmal auf dem Gelände, wähle ich wieder zwischen unterschiedlichen Wegen. Die verrate ich hier aber nicht, das könnt ihr schön selbst herausfinden. Es gibt zwar auch lineare Level, die auf mehr direkte Konfrontationen setzen, das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn die Kämpfe in Fallen Aces sind ein weiteres Highlight. Wie gesagt, ist Mike Thane ja ehemaliger Boxprofi und hat so einige Moves drauf. Er hat sogar ein eigenes Handbuch geschrieben, das mir am Spielanfang in Thanes Wohnung nützliche Tipps liefert und dabei trotzdem nie die Immersion bricht. Hervorragend. Je nachdem, ob ich die Schläge auflade und mich dabei bewege, verteilt Thane Kinnhaken, haut mehreren Ganoven gleichzeitig die Zähne aus dem Kiefer, springt zur Seite oder pariert die Gegner. Ach, und es gibt außerdem noch eine eigene Tritt-Taste, mit der halte ich mir die Kerle hier vom Leib. Ist ein Gangster betäubt, schickt Mike ihn mit einem Finisher auf die Bretter und regeneriert sogar ein bisschen Gesundheit. Also quasi wie die Glory Kills aus Doom, nur eben an einem Goon. Ein echter Gooner-Shooter eben. Achso, und jeder Gegner hat natürlich noch eine ganz besondere Schwachstelle. Aber Mike serviert nicht nur Fünf-Finger-Sandwiches, sondern kann fast alles in seiner Umgebung als Waffe einsetzen. Egal ob Messer, Stahlrohre, Tacker, Fässer, Stühle oder sogar die besiegten Gegner selbst. Ich kann fast alles aufheben und als Wurfgeschoss benutzen. Und noch dazu kann ich meine Gegner ja auch von Kanten hinab oder sogar vorfahrende Züge treten. Und wer will einen Lichtschalter schon normal anknipsen, wenn er ihn auch antreten kann? Huah! Aber macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Wer lieber schleicht, schaltet Gegner mit einem gekonnten Hieb ins Genick aus und kann ihre Körper in dunklen Ecken verstecken. Ein Muss für jedes Schleichspiel. Und wenn eine Ecke mal zu dunkel ist, zückt Privatdetektiv Thane natürlich stilecht ein Sturmfeuerzeug. Ach, ich liebe diese ganzen kleinen Details, die Fallen Aces so viel Charme verleihen. Schusswaffen gibt's natürlich auch und die sind richtig mächtig. So mächtig, dass mir Nahkämpfe eigentlich viel besser gefallen, weil ich da kreativer sein kann. Außerdem ist das Gunplay relativ schlicht und Munition ist eh immer knapp. Naja, macht nichts, dann nutzt man die Dinger eben als Schlagstock. Dieses dynamische Kampfsystem ist wie eine spielgewordene Kneipenschlägerei. Einer wird aus dem Fenster getreten, der zweite fliegt gleich hinterher und dem dritten werfe ich eine leere Bierflasche an den Kopf. Ich sag's euch Leute, das macht so viel Spaß. So immersives Gameplay erinnert an Reihen wie Deus Ex, Thief oder Dishonored. Die Motivation, die Level erneut zu spielen, muss aber von einem selbst kommen. Es gibt nämlich keine Rangwertungen, keine Belohnungen und keine besonderen Herausforderungen, außer die, die man sich selbst stellt. Und von dem ganzen Geld, das man findet, kann man sich innerhalb der Level zwar ab und an eine Cola kaufen, mehr geht damit aber noch nicht. Noch nicht. Denn Fallen Aces ist ja gerade erst vor ein paar Wochen in den Early Access gestartet und das Entwicklerduo Trey Powell und Jason Bond arbeitet bereits fleißig an neuen Inhalten. Als nächstes soll Nightwaves Garage als Hub zwischen den Missionen eingebaut werden. Dort können wir dann nicht nur unsere Ressourcen wie Munition und, ganz wichtig für jeden Noir-Detektiv, Zigaretten aufstocken, sondern unser Geld für Upgrades ausgeben. Dadurch kann Mike dann mehr Sachen tragen, mehr Schaden austeilen und einstecken, eine Munitionstasche freischalten und einen Schießstand gibt's natürlich auch. Außerdem basteln die Entwickler an einem geheimen Level für das erste Kapitel, überarbeiten nochmal die Musik, bauen neue Waffen, Gegner und Zivilisten ein, sogar ein Level-Editor ist in der Mache. Und es erscheinen ja sowieso noch zwei andere Episoden. Wann das aber alles kommt, ist aktuell noch unklar. Eine deutsche Textübersetzung fehlt ebenfalls noch, eine deutsche Sprachausgabe ist dagegen gar nicht erst geplant. You know, for a PI, you're awfully impatient. Aber schon jetzt hören die Entwickler auf die Wünsche der Fans. Ein Autosave-System, das am Anfang noch fehlte, wurde bereits eingebaut. In einigen Leveln wurden die Maps und Missionsziele verdeutlicht. Und wem die Standardschwierigkeitsgrade Forget about it, Wise Guy, eh? Und Sleep with the Fishes zu leicht sind, kann sich seit dem neuesten Update auch einen eigenen Schwierigkeitsgrad basteln. Ihr wollt keinen Schaden machen und jeder Gegner haut euch mit einem Hieb um? Klar, kein Problem. Wie die Entwickler in den Patch Notes selbst sagen, es ist ein Videospiel. Wir sind nicht euer Boss. Genau so sollten Entwickler meiner Meinung nach an ihre Spiele herangehen. Ach, ich könnte noch ewig weiter schwärmen. Vom Hundefutter essenden Nightwave, den trockenen Sprüchen von Thane, den ganzen Goons, die ich irgendwie lieb gewonnen habe und den ganzen Referenzen auf alte Filmklassiker. Allein der vorhin erwähnte Captain Spade ist gleichzeitig eine Anspielung auf Captain America
und Sam Spade, den Hauptcharakter aus dem Noir-Klassiker Die Spur des Falken. Und Spade ist ja auch das englische Wort für Peak. Das ist so clever. Fallen Aces ist ein echter Hit und eine klare Empfehlung für alle, die Spiele wie Thief, Deus Ex und Dishonored mögen, etwas für das Film-Noir-Genre übrig haben und mal einen waschechten Gunner-Shooter spielen wollen. Und das alles für 13 Euro. Also zumindest noch. Denn mit jeder weiteren Episode soll die Early Access-Version teurer werden. Gemessen an den Kapiteln, also den Levels der ersten Episode, wäre das aber auch nur angemessen, denn dann wächst Fallen Aces nach und nach zu einem richtig großen Paket zusammen. Wer aber jetzt schon einsteigt, spart sich natürlich die zusätzlichen Kosten. Ich hab's gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht bereuen werde. Hey, thanks for coming to the party.